willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut und ich habe heute wieder ein Interview für euch. Das heißt, ihr hört heute nicht nur mich, sondern eine ganz andere, besondere Person, wo ich mich sehr darüber freue, dass sie heute da ist. Und ich möchte aber, bevor ich sie vorstelle, beziehungsweise sie sich selbst kurz vorstellt, eine Triggerwarnung für heute aussprechen. Das habe ich ja schon mal gemacht in der Solo-Folge, als es um das Thema Machtmissbrauch und überhaupt Missbrauchserfahrungen ging von meiner Seite. Ich möchte das heute nochmal aussprechen, denn wir werden vielleicht hier und da über diese Themen sprechen. Also wenn du eine Erfahrung gemacht hast im Bereich Missbrauch, sei es sexueller Missbrauch, psychische Gewalt, hol dir vielleicht jemanden dazu, mit dem du es zusammenhörst, oder überleg dir, ob das jetzt gerade passt. Und ich werde auch einfach mal unten in die Shownotes reinschreiben, ab wann das Thema losgeht. Dann kannst du dir vielleicht den ersten Teil des Podcasts anhören, ganz entspannt. Und da, wo es dann ein bisschen thematisch in den Hot Shit geht, das markiere ich unten einfach. Und dann kannst du dir überlegen, ob du dir das anhören möchtest oder nicht. Denn ich habe von einigen von euch ja Nachrichten bekommen, wo ich weiß, dass ihr betroffen seid von dieser Art des Missbrauchs. Und ich möchte, dass hier sich jetzt niemand retraumatisiert, während er uns zuhört. Deswegen, also guckt in die Shownotes und ansonsten hört ihr nur das halbe Video. Nee, das halbe Podcast. So, den halben Podcast. So, jetzt möchte ich aber unsere Gästin, unseren Haha und deinen Interviewpartner vorstellen, Partnerin. Es ist die Friede Merz. Hallo Friede, herzlich willkommen bei Manage Hey Musik. Saskia, danke schön, danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, ich habe mich wahnsinnig gefreut auf das Gespräch heute. Wie ihr wisst, habe ich so eine Interviewreihe, wo es erstmal um das Thema, was machen Sie eigentlich beruflich, geht. Und deswegen würde ich gerne genau damit auch starten, dass du dich damit so ein bisschen vorstellst. Denn ich vermute, du kennst diese Frage aus deiner beruflichen Vergangenheit. Was machen Sie eigentlich beruflich? Kennst du diese Frage? Klar, kommt ja bei jeder Zusammenkunft mit neuen Menschen mindestens einmal. Ich bin Musikerin, ich bin Vokalistin und Songwriterin. Ich bin Aktivistin und ich bin Gesangspädagogin. Das ist klar, klar und kurz und knackig. Dann würde ich gleich die nächste Frage dazu, die das so ein bisschen anschließt. Es gibt mit Sicherheit Leute, die dann so ein bisschen irritiert gucken oder auch irritiert sind, denn das sind ja in Anführungsstrichen fünf verschiedene Bereiche, die man dann so bespielt, ne? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Selbstständigkeit oder na, also die Art von Arbeit, wie wir in der freien Szene arbeiten als MusikerIn, für viele Leute erstmal irritierend ist. Und die sagen, hä, was, wie, Vokalistin, Songwriterin, auch Aktivistin, okay. Und was machst du denn jetzt so hauptsächlich? Oder wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Weil in deren Schichtsystem oder in deren Paketsystem das ja oft nicht vorhanden ist. Mit was würdest du sagen, verbringst du aktuell die meiste Zeit von diesen beruflichen Profilen? Also ich glaube, jetzt gerade ist es tatsächlich ziemlich gleichmäßig aufgeteilt, auf all diese Bereiche. Das liegt daran, dass ich gerade sind es drei oder vier? Ich glaube, vier Konzertprogramme vorzubereiten habe Oh, wow. gleichzeitig. Genau, im September sind einige Konzerte oder halt unterschiedliche Konzerte. Und im Oktober geht es auch nochmal dann mit einer anderen Band los. Ah ne, fünf fällt mir gerade ein. Okay, also es gibt sehr viel Musik vorzubereiten für Konzerte. dann mache ich gerade auch noch eine Weiterbildung im Bereich Gesangspädagogik. Für Arbeiten mit Stimmen von Transpersonen, also die quasi in ihrer stimmlichen Transition auch zu begleiten. Genau, das heißt, ich habe dann eben nicht nur den Unterricht, den ich gebe, sondern eben auch jetzt gerade noch mehr in der, ich würde mal nicht sagen in der Freizeit, aber in der verfügbaren Zeit, schiebbaren Zeit, eben viel noch, was ich gerade Neues dazu lerne. Und Aktivismus ist gerade auch sehr groß. Ich bin Teil von mehreren Initiativen, unter anderem Queer Cheer Berlin. Das ist eine Community für queere Musiker in dem Bereich Jazz in Anführungsstrichen und improvisierte Musik.
Ich bin dabei bei Music Me Too, eine Plattform, die ich geholfen habe, mit aufzubauen. Und die vor, wann sind wir online gegangen? Ich glaube, vor 2 Monaten. Und ich habe auch selber gerade vor 1 Monat ein Statement veröffentlicht zum Thema Machtmissbrauch in der Musik und an Musikhochschulen. Und habe da auf Instagram ziemlich viel auch weitergeteilt, wo ich ja quasi so ein bisschen auf die Fragen und die Reaktionen reagiert habe und quasi weitere Infos und Wissen geteilt habe, die ich hilfreich finde für diese Unterhaltung. Ja. Ja, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurück, auf das Statement. Da wurde ich auch schon von einigen angeschrieben, ob ich das gelesen hätte. Also das bedeutet für dich, es ist gespreadet worden, weil wenn schon Leute, die mir folgen, mir dann schreiben, ob ich es gelesen habe, dann ist das. Es ist gut geteilt Ja. worden, was ja die Idee dahinter war. Ja. Ja, und ihr hört, wenn ihr jetzt hier zuhört, vor allem diese Interviewreihe möchte ich, habe ich ja immer gesagt, möchte ich Frauen eine Plattform geben. Jetzt habe ich aber tatsächlich das erste Mal eine queere Person in meinem Podcast. Darüber freue ich mich wahnsinnig, weil ich kann mich erinnern, dass du mir geschrieben hattest, ich bin queer, ob das dann auch noch passt für die Interviewreihe. Und ich dann geschrieben habe, naja, primär interviewe ich hier Menschen. Ich Yay. meine, ich Sehr gut. weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, deswegen sage ich es aber dazu. Ich bin ja selber in der LGBTQ-Community und ich merke halt immer wieder, wie wichtig das ist, weil für mich ist es immer so selbstverständlich, aber für andere Menschen ist es das nicht. Und ich mache gerade tatsächlich sehr viel Aktivismus in der Schule. Das ist total spannend, weil ich einfach Mega gut. Jugendliche das einfach vernormalisiere, so, weil dann kommen natürlich die Fragen, ne, zu Trans und zu, wie ist das denn bisexuell? Weil sie wissen das, weil ich mich geoutet habe. Und dann kommst du, ja, wie ist das denn bisexuell zu sein von 12-Jährigen? So, und Ja. ich glaube, es müssten halt viel, viel mehr Workshops, das müssen ja nicht die Lehrkräfte vor Ort, ich bin halt jetzt Vertretungslehrerin, ne, aber es müsste halt viel, viel mehr Aktivismus, Aufklärung da auch in der Altersklasse schon passieren. Denn Absolut, da ja. entstehen ja diese ganzen Vorurteile schon ganz jung einfach, ne? Und wenn Ja. dann auch noch erwachsene Personen da dabei sind, die das auch noch unterstützen, weil sie dann sowas sagen wie, ja, nee, darüber reden wir jetzt hier nicht. Da haben wir jetzt hier keine Zeit für, wo ich so denke, ja doch. Und Ja. deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir auch dieses Thema mal hier ein bisschen größer machen können und auch einfach, dass Menschen dann zu dir auf die Plattform kommen und Queer Cheer und ne, dass man sich einfach auch informiert, das sage ich immer wieder. So, auch ich Voll. habe mich erst vor einem halben, Dreivierteljahr angefangen zu informieren über das Thema Transsein, wie ist das und was ist überhaupt Non-Binary. Das habe ich bis Queer Eye nicht gekannt, bis ich Jonathan Van Ness von Queer Eye auf Netflix gesehen habe, wusste ich nicht, was das bedeutet. Und deswegen sage ich mir, Leute, bitte informiert euch, bevor ihr irgendwie anfangt, über euer Nichtwissen Menschen zu verletzen, weil ihr einfach keine Ahnung habt. Und na, deswegen auch hier nochmal, falls jetzt hier Menschen zuhören, die sich da mehr informieren wollen, es gibt genug Informationen im Internet. Ihr könnt mir nicht mehr damit kommen. Das ist ja, ja weiß ich auch gar nicht, wo ich das machen soll. Ne? Weiß Ja, Google und viele auch Dinge. es gibt so tolle AktivistInnen mittlerweile. Also nicht nur in der Musikbranche natürlich, sondern generell denke ich mir so. Also erzählt mir nicht, dass ihr euch nicht informieren könnt. Na? Ne? Ja, die nächste Frage, die ich persönlich immer bekomme, wenn ich sage, ich bin Musikerin, du hast jetzt gerade auch gesagt, du bist Musikerin oder Musiker, ist: Ach, Musik kann man studieren? Frage kennst Ja, du bestimmt. stimmt, das habe ich. Die habe ich tatsächlich schon eine Weile nicht mehr gehört. Vielleicht auch deswegen, weil ich dann sage, okay, das ist mein Beruf, und gar nicht mehr vielleicht unbedingt dazu sage, dass ich das studiere. Aber ja, also zu Studiumszeiten, war das tatsächlich eine Frage, die ich öfter bekommen habe. Und ja, es ist wie bei allem anderen auch, dass man, dass man das viel machen muss und viel üben muss. Und da sehr viel Unterstützung braucht, um diesen Beruf später machen zu können. Das heißt nicht, dass man studieren muss. Es kommt immer so ein bisschen auf das jeweilige Land an, in dem man lebt, also wie sehr die Strukturen, innerhalb derer man sich dann als Profimusikerin bewegt, daran geknüpft sind, dass man den Studienabschluss hat. Das ist in Deutschland
Ja, so zum Beispiel bei vielen so Förderinstitutionen, wenn man sich da bewerben möchte, war es ziemlich lange so, dass man dann Studienabschluss oder vergleichbare Qualifikationen gebraucht hat. Und dann muss man halt quasi schon sehr viel Erfahrung und in der Öffentlichkeit sein nachweisen können. Das heißt, für Leute, die halt gerade noch anfangen, also die vielleicht, also die tolle MusikerInnen sind, aber keinen Studienabschluss haben, aber auch eben noch nicht so viel Video- und Audiomaterial, für die ist es dann natürlich irgendwie ein bisschen schwerer. Ja, aber also die Musikhochschuldichte in Deutschland ist ziemlich hoch. Glaube ich, höher als in jedem, oder ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sie Ja, ist nee. sehr hoch auf jeden Fall. Also wir haben Vielleicht kannst du da. aktuell 33 Musikhochschulstandorte in Deutschland, und noch ganz viele Unterinstitutionen, also die Akademien, Konservatorien sind da noch nicht mit eingerechnet, und Berufsfachschulen gibt es ja in Bayern, Baden-Württemberg sehr viel auch. Also Orte, wo man irgendeine Form von Musik studieren kann. Ja, Pädagogik, künstlerisch, Jazzinstitutionen. Also es gibt ja Popakademien. Stimmt, die privaten gibt es ja auch noch. Die privaten gibt es auch noch, die sind noch nicht mit eingerechnet. Also diese 33, die ich damals für mein Buch quasi, wo ich die Anzahl einfach geschrieben habe, sind nur Musikhochschulen. Ja. Oder die an der Total Uni krass. anhängen. Das ist Ja. wahnsinnig viel für unser kleines Land im Vergleich, wenn man sich andere europäische Länder anguckt zum Beispiel, ne? Also es Ja, stimmt und auch schon. so gemessen daran, welchen Stellenwert Musik in der Gesellschaft hat, also wenn es jetzt um monetäre Anerkennung geht oder überhaupt Anerkennung für diesen Beruf. Und auch wenn es darum geht, in was für Strukturen man dann gehen kann auf dem Arbeitsmarkt. Und die sind, also die ist halt auch sehr unterschiedlich, ne? Also im klassischen Bereich gibt es natürlich eben die Möglichkeit, dass man dann in den Chor reingeht, in den Rundfunkchor zum Beispiel, oder in ein Orchester. Und es ist zum Beispiel bei Jazz extrem wenig. Ich glaube, es gibt nur noch drei Rundfunk-Big Bands. Und im Bereich Pop gibt es da quasi überhaupt keine Institutionen am Arbeitsmarkt, wo man reingehen könnte. Das heißt, man studiert dann eben auch für die Freiberuflichkeit und für die Selbstständigkeit auf einem Markt, der jetzt ziemlich hart umkämpft ist, wo es auch keine, also diese Bezeichnung ist ja nicht geschützt in irgendeiner Form. Genau, und wo es dann auch umso wichtiger ist, dass man sich eben in Initiativen, seien das jetzt schon welche, welche die schon gibt oder die man dann selber gründet, organisiert. Absolut. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Frage, also die habe ich früher öfter bekommen als heute, weil ich glaube auch tatsächlich, wenn man selber noch in der Studienbubble ist und mit anderen Studierenden vor allem so, ne, an der Uni, dann, ne, mit Gleichaltrigen tatsächlich auch, Ja. weil wenn jetzt jemand, also das habe ich auch selten erlebt, wenn man dann so ein Konzert spielt, dass Leute irritiert darüber sind, dass unsere Hochschul Landschaft, beziehungsweise was es alles für Studiengänge gibt. Also, das ist ja zum Ja. Beispiel, allein darüber könnte ich ein Buch schreiben, nur was wir für Studiengangsmöglichkeiten haben, weil die meisten kennen halt künstlerisch, klassisch Jazz vielleicht noch unterteilt, dann irgendwie Pädagogik, IGP, Instrumentalgesangspädagogik und EMP, Früherziehung. Und dann kennt man noch Lehramt. Und dann Ja. wird es dünn. Und dann, wenn man sich aber halt so eine Studiengangsverteilung allein bei der UdK oder bei der Hochschule Köln, wo ich war, wenn man sich anguckt, was man alles für Bachelorstudiengänge heute machen kann. Singer-Songwriter gibt es ja jetzt mittlerweile auch an vielen Standorten. Dirigieren, neue Musikkomposition, alte Musik, neue Musik, what? Also, wo man dann wirklich da steht und Leute, die dann nicht drin sind in diesem Pool, natürlich da stehen und sagen, okay, krass. Worauf Ja. man sich so spezialisieren kann, ne? Weil bei Jura studiert man erstmal Jura, ne? Und dann spezialisiert man sich ja in der Regel irgendwie nach dem Studium mehr, so, ne? Nach dem Staatsexamen. Und bei uns ist es halt schon Ja. so, in der Studienzeit findet man irgendwie so sein Profil und dann geht man vielleicht hier in einen Master oder man macht Weiterbildungen, ja. Ja. Aber das ist ja nicht, also jede Person in der Musikbranche hat ihr eigenes Berufsprofil. Ja, voll. Sehr individuell zusammengebaut dann auch über die Jahre. Ja. Ja, ich habe mich gerade so gefragt, ob sich das nochmal zusätzlich verändert hat, seit sich das Konsumverhalten verändert hat von Musik. Also so zu einer Zeit, als es noch kein Streaming gab, noch kein Spotify, noch kein YouTube, war der Kontakt, den Leute mit Musik hatten, über den Plattenladen.
Ja, stimmt. CD-Laden und über Konzerte. Ja. Und so das Bild, was man dann natürlich hat von Musik, ist so, geht halt so überhaupt nicht aufeinander Ja. mit diesen Vorstellungen, die man von einer akademischen Institution hat. So, Ja. so was, du gehst morgen, du bist morgens wach, du gehst in die Uni. Ich dachte, du schläfst den ganzen Tag und dann bist du entweder im Konzert oder im Studio. Ja. Tatsächlich war es dann beides. Die ersten Studienjahre sehr wenig geschlafen. Ja, Dito. Ja, das Ja, stimmt. und seitdem es dann halt Spotify gibt, also das ist erschreckend häufig so, und ich glaube, also bei mir selber auch, dass ich, wenn mich jemand fragt, was hörst du für Musik gerade, dass ich erstmal auf mein Handy gucken muss. Ja. Also dass ich auch so, bin eh nicht so mega gut mit Namen, aber das ist auf jeden Fall nicht besser geworden über die letzten 10, 15 Jahre. Dass man sich gar nicht mehr so sehr vielleicht mit einer Band irgendwie so krass auseinandersetzt, sondern dass man halt so nimmt, was der Algorithmus einem reinspült, und dann gibt es halt so mehrere Sachen, die man gut findet, aber man weiß eigentlich jetzt nicht so krass viel irgendwie über die KünstlerInnen. Also klar, es gibt schon irgendwie noch so ein paar Nerds, die irgendwie vielleicht noch so die Schallplatte mitbekommen haben und dann auch so vielleicht dann nicht Spotify vertrauen, sondern eher in einem bestimmten Label folgen und halt immer wieder gucken, was die so machen. Aber ja, das verändert sich sehr. Absolut. An der Stelle, das wollte ich heute unbedingt sagen. Ich weiß noch nicht, ob du es schon gesehen hast oder ob du das überhaupt mitbekommen hast. Auf Netflix, Hashtag Werbung unbezahlt. Ich sage das so ungern, aber tatsächlich muss ich mal Werbung machen. Es gibt eine Mini-Doku-Serie, Ladies First, Geschichte der Frauen im Hip-Hop. Leute, es ist völlig egal, ob ihr Hip-Hop hört oder nicht. Ich bin jetzt voll da drin, weil ich einfach schon seit ich jugendlich bin, das ist so meine zweite Haut neben Klassik ist Hip-Hop. Das habe ich ganz lange niemandem gesagt, was ich so privat höre, weil ich immer dachte, das würde meine Professionalität als künstlerische Musikerin. Das ist Ja, krass, ne? Da dachte ich wirklich, wenn das ich ist ja auch jetzt, der Vibe so an ne, Hochschulen. wenn So, ich denen hier sage, dass ist ich, Hochkultur. ja, genau, und dann hörst du Cardi B, weißt du? Ich war so, oh Ja. Gott, die bringen mich jetzt um, oder Lauryn Hill, ja. Also ich kann diese Doku aber auch deswegen empfehlen, jetzt nicht nur, weil es auch um das Thema schwarze Frauen, Diskriminierung, Sexismus, also da wird auch, es ist eine riesen Bandbreite, sondern es geht auch um das Thema Plattenverträge, Labels, wie ist früher mit Musikerinnen und Musikern umgegangen aus der Hip-Hop-Szene, und ihr könnt aber davon ausgehen, dass das nicht nur in der Hip-Hop-Szene so war, sondern dass das im Jazz genauso ist wie in der Pop und im Schlager und im Rock, und dass sich dann da eine Band, oder eine, in dem Fall waren es drei Frauen, die mit sich damals hingestellt haben, eine der erfolgreichsten Trios im Rap, die gesagt haben, wir sind pleite. Unser Label sagt uns, wir sind pleite, weil wir müssen denen erstmal noch dies und das und jenes zurückbezahlen, obwohl sie gerade einen Grammy gewonnen haben. Und man denkt sich so, what? Und mir war tatsächlich, ich wusste schon sehr viel über die Szene, und mir waren auch sehr viele Namen bekannt, die auch mal so im Interview zu sehen war, unglaublich geil. Aber ich wusste so viel noch nicht. Und ich dachte, wenn das mir schon so geht, die in der Szene drin ist, hörend, die sich viel schon mit dem Thema Frauen im Rap beschäftigt hat, wie muss das dann Menschen gehen, die sich noch nie so wirklich mit der Musikszene auseinandergesetzt haben? Also die Doku ist so empfehlenswert. Auch, also guckt sie, wenn ihr Netflix habt, guckt es. Und wenn nicht, guckt, ob ihr es irgendwo gucken könnt. Also ich bin wirklich total begeistert, weil genau das, was du gerade sagtest, wird auch thematisiert natürlich. Streaming, wie war das früher, als es noch MTV gab, ne? Die ganzen Musikvideos. Das ist eine völlig andere Zeit einfach als heute. Ne? Heute gehst du auf YouTube und guckst dir irgendein Video an, das hat 1,5 Milliarden Klicks, und man denkt sich so, wow! Ne? Und das hat sich natürlich krass verändert, und darunter leiden vor allem KünstlerInnen, ja, die aus gerade so nischigeren Bereichen kommen, weil sie kommen überhaupt nicht, ne, kommen überhaupt nicht an diese Ecke ran. Manche schaffen es irgendwie, trotzdem dadurch, dass wir so viel ohne Labels machen können. Weil heutzutage, weil das ging ja früher alles nicht. Du konntest ja nicht ohne Label eine Platte machen. Das war ja gar nicht drin. Ja, konnte man noch nicht zu Hause aufnehmen, Ganz genau, ne? konnte man noch nicht sich easy mal selber eine Software besorgen für okayes Geld und sich das mal eben Genau. drauf schaffen und brauchbare Ergebnisse dabei rausholen.
Deswegen, also. Wobei, having said that, ich habe auch eine EP veröffentlicht, wo ich alles mit meinem iPhone aufgenommen habe auf dem Tisch. Mag ich auch immer noch sehr gerne. Ja, Ja, aber das genau, aber das ist. iPhone gab es ja damals auch nicht. Ja, genau, ne? Also ich denke mir heute, also das ist wirklich super spannend, ne? Große Empfehlung da auch raus. Auch Queerness wird thematisiert. Also die schaffen das echt in 4x40 Minuten, so einen Rundumschlag über alle Themen zu machen, Mega. von Rassismus über, ne? Und das aber alles noch so, dass es nicht triggergefährdet ist. Also das fand ich wirklich das Krasseste, weil ich dachte, okay, wow, wie ist das jetzt als schwarze Frau, sowas zu gucken? Es war völlig, sie haben das einfach sehr, sehr gut verpackt, nur durch eigene Erfahrungen, aber nicht durch, wir triggern jetzt durch krasse Bilder oder durch, ne, es ist überhaupt kein Clickbait, kein Ja. bisschen, sondern es ist einfach Information darüber, wie es ja nicht nur schwarzen Frauen, aber vor allem schwarzen Frauen in der Musikbranche geht. Und auch das könntest du ja übertragen in jeden Bereich. So, also Ja. da. Ja, danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich habe es gestern schon in der Story von einer Kollegin gesehen und Genau, dachte so, ich habe es ah. auch schon geteilt und war so, ich muss jetzt noch ein paar Mal auf Instagram und TikTok sagen, so Leute, guckt euch das bitte an. Also das ist Cool, dafür schließe ich nochmal da. ein Probeabo ab. Ja, ich wollte gerade sagen, also auch dafür reicht sich, wenn man sich mal einen Monat das gönnt. Ja, gibt auch genug andere. Die haben an Dokus, muss ich sagen, mittlerweile echt gute Sachen, wo ich am Anfang noch so ein bisschen skeptisch war. Jetzt machen sie auch noch Dokus. Aber das hat mich echt vom Hocker gehauen. Also Ja, fand ich genau, wenn auch. wir schon bei dem Geldthema sind. Ha. Weil da fand ich nämlich, habe ich gerade gestern die vierte Folge noch geguckt. Ja, wie ist denn das so? Kann man denn davon leben, Musikerin zu sein? Also tatsächlich, seitdem ich nicht mehr studiere, ist das immer gleich die zweite Frage. Noch bevor die Leute dann fragen, was machst du denn für Musik, sondern ach, davon kann man leben. Ja. Jein. auch das kommt sehr darauf an, welche Art von Musik man macht, und ob diese Musik zum Beispiel also in den Bereich passt, wo man dann zum Beispiel mit Online-Präsenz irgendwie viel rausholen kann. Das dachte ich gerade eben noch, als wir so über den Markt gesprochen haben, dass eben so viel mittlerweile auch für Förderungen teilweise davon abhängt, wie viel Follower man auf Instagram hat, was man alles schon an Videomaterial auf YouTube hat und wie viele Klicks man da hat, auch für Gespräche mit Labels. Und es geht natürlich bei Musik, die auf diesen Plattformen funktioniert, aber bei Musik, die sich darüber überhaupt nicht vermitteln lässt, wo es eben, ja, wo einfach andere Sachen wichtig sind, da funktioniert es natürlich nicht. Und also ich bin in einem Bereich tätig, wo es eben nicht so gute Arbeitsstrukturen gibt, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Also es ist die Selbstständigkeit, in der ich bin. Ich bin nicht irgendwo fest angestellt in einem Orchester oder so. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur vom Spielen leben wollen würde, dann müsste ich eben gucken, dass ich in genug Bands mitspiele, wo dann auch dementsprechend was bei den Konzertgagen rumkommt. Die sind im Bereich Jazz und auch also im Bereich Pop sind die noch kleiner. Im Bereich Jazz sind sie auch schon relativ gering. In der Klassik sind die Gagen sehr viel höher. Selbst als freiberufliche klassische Musikerin hätte ich Gagen, die mindestens doppelt bis dreimal so hoch wären, wenn nicht mehr. Und gleichzeitig ist es aber so, dass im Bereich Jazz jetzt zum Beispiel mehr Förderung, durch Stipendien, durch unterschiedliche Fördertöpfe zur Verfügung steht, als jetzt zum Beispiel für den Bereich Pop. Wie es da im Bereich Klassik ist, weiß ich nicht. Ich habe Gibt's mich immer noch auch. für Sachen. Gibt es auch. Genau, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie da das Verhältnis ist. Also ich weiß, dass es im Pop halt weniger gibt und die Töpfe auch öfter irgendwie kleiner sind als jetzt im Bereich Jazz. Genau. Und dann ist halt aber so, also man ist dann sehr viel mit Booking beschäftigt für Bands oder man spielt dann eben in so Bands mit, wo man zum Beispiel Backing-Sängerin bei größeren Pop-Acts oder man macht mehr Studioarbeit oder geht
geht ins Producing. Oder neulich habe ich mal einen Podcast-Jingle produziert. Ah, geil. Genau, und klamüsert sich eben so die Kohle zusammen. Und ja, so Förderanträge, das ist auch so, das ist was, was halt auch dann Zeit einnimmt, diese Bewerbungen zu schreiben. Jeder Fördertopf hat da andere Anforderungen, was man da einreichen muss. Und natürlich ist die Bewerberinnenzahl extrem hoch im Vergleich zu dem, was dann zur Verfügung steht. Das heißt, so auf 10 Bewerbungen kommen vielleicht so eine, zwei Zusagen, der Rest sind Absagen. Genau, und was eben auch viele machen, ist, dass sie dann relativ bald auch schon Musik unterrichten, also noch in die Pädagogik reingehen, entweder auch freiberuflich oder an der Musikschule oder Unterricht an allgemeinbildenden Schulen in unterschiedlichen Formaten auch, sei das jetzt der Musikunterricht vor der großen Klasse oder so AG-Ergänzungsangebote. Genau, und so ist es dann ja ein Potpourri. Also es kam jetzt auch über diese, also über den Aktivismus kam so gut wie gar kein Geld rein. Ab und zu wird man mal auf ein Panel eingeladen, aber die erachte ich als nicht mehr hilfreich für die Arbeit, die ich da mache. Deswegen bin ich mittlerweile so, ah. Also jetzt im Sommer habe ich noch eins mitgenommen, weil ich die Kohle gebraucht habe, aber eigentlich mache ich es nicht mehr. Kann ich verstehen. Ja. Ja, es, ich weiß gar nicht, wie vielte Person du jetzt bist, die ich diese Frage gestellt, der ich diese Frage gestellt habe, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass bei fast allen diese Antwort ungefähr so kam. Also jein. So, dieses wirklich so Standbeine, 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 Standbeine. Ihr wisst es schon, die mir hier lange zuhören. Ich predige das seit 2,5 Jahren. Spätestens seit Corona denke ich mir so, sollte es eigentlich auch im letzten Hirn angekommen sein, aber ist es irgendwie nicht. Deswegen predige ich gerne weiter. Und freue mich immer, wenn Leute dann in meinem Podcast sind, die das nochmal bestätigen und sagen so, hey, möglichst viele verschiedene Einkommensquellen, damit, wenn mal was wegbricht, wenn mal was weniger ist, wenn mal irgendwo nicht so viele Mucken sind oder man nicht so viele Schüler hat und dann ist das mir wieder mehr, dass man dann davon leben kann, aber nur, wenn Puffer, die Standbeine da sind und man auch einen gewissen Puffer hat, genau, also dass man auch eine gewisse Rücklage bildet über die Jahre. Das kannst du halt jemandem, der 25 ist und gerade aus dem Studium kullert, dem kannst du halt nicht mit Rücklagen kommen, weil wo sollen die Rücklagen herkommen, ja? Ich habe allein für meine Querflöte 13.000 Euro gezahlt. Das hätte ich auch lieber als Rücklage auf dem Konto. Oh, dieses Equipment immer, es frisst auch einfach Genau. Geld. Ja, und also was man natürlich auch immer wieder sagen muss, ist, dass so ein Musikstudium, auch wenn das in Deutschland hauptsächlich vom Staat gezahlt wird, bedeutet das ja aber, dass einem trotzdem jemand vorher den Musikunterricht finanziert hat. Und da passieren eben schon die allermeisten Ausschlüsse. Das ist der Grund, warum Musikhochschulen zum Beispiel jetzt im Bereich Jazz ich weiß gar nicht, ob es für Hochschulen eine Zahl gibt, aber so für die Jazz-Szene deutschlandweit gab es ja zwei Jazzstudien von der Deutschen Jazzunion angeleitet. Und bei der ersten war es, glaube ich, 80% männlich, jetzt bei der zweiten 76%. Ich würde aber sagen, in den Hochschulen ist der Prozentsatz deutlich höher. Und genau, und das sind halt eben nicht nur Cis-Männer, sondern eben auch fast ausschließlich weiß und aus einem, ja, also nicht aus, wie sagt man denn im Deutschen? Ich habe natürlich auch schon geguckt, also für Leute aus der Working Class, Akademiker, ja, also hätte ich fast gesagt. Akademiker im Haushalt oder Ja. muss nicht unbedingt AkademikerInnen sein, aber auf jeden Fall, Ja. wo die Eltern halt die Kohle haben, diesen Musikunterricht zu bezahlen. Und es ist auch was, was ich dann häufig dann im Leben so weiterzieht, also dass man vielleicht ein Erbe hat, auf das man zurückgreifen kann oder dass man noch Unterstützung erfährt aus dem Umfeld finanziell, ob das jetzt ein Ehepartner oder Ehepartnerin ist, die oder überhaupt PartnerInnen, die einen vielleicht noch finanziell unterstützen oder Familie. Das gibt es ziemlich häufig. Und jetzt auch mit Corona natürlich wieder mehr. Es gab ja Leute, die dann auch abgewandert sind aus der Musik teilweise oder komplett, dass dann Leute halt einen Beruf machen, der jetzt auf den ersten Blick erstmal nichts mit Musik zu tun hat. Sei das jetzt eine weitere
also ein weiteres Standbein in der Selbstständigkeit oder halt wirklich so eine, keine Ahnung, Teilzeitjob in, was weiß ich wo, in einem Unternehmen. Ja, absolut verständlich auch, ne? Also das ist, ich habe auch irgendwann mal ein Posting gemacht, wo ich gesagt habe, du bist trotzdem noch Künstlerin und Künstler. Ja, Wenn du absolut. sagst, ich verdiene meinen Lebensunterhalt, damit ich überleben kann, damit ich meine Lebenshaltungskosten decken kann, vielleicht aus einem Job, der nichts mit Musik zu tun hat. Und du Ja. bist trotzdem noch Künstlerin und Künstler oder Pädagogin, wenn du sagst, ich mache das nur noch zu so einem Teil, dass ich nicht davon abhängig bin. Ja, das ist Ja. super, dass du das auch so weitergibst. Ich finde es mega wichtig, dass man Leuten sagt, ihr seid nicht nur dann vollwertige KünstlerInnen, wenn ihr in der Musikbusiness im Grind drin Ja. seid, sondern das macht ja auch was mit einem. Also wenn man in diesen Strukturen arbeitet, ich war mal, hatte mal einen Lehrauftrag an der Musikhochschule für 3 Semester. Das sind wirklich keine guten Arbeitsbedingungen. Man hat sehr wenig Gestaltungsmöglichkeit, let alone Mitspracherecht, quasi gar keins. Und trotzdem ist es so irgendwie das Nonplusultra, also dass man halt einen Job an einer Hochschule hat. Und ja, es ist auf jeden Fall gut, wenn man da ein bisschen ehrlicher darüber redet, was das eigentlich bedeutet und ja, vor allem auch so Mental Health wieder in den Vordergrund rückt, beziehungsweise welche Arbeitsbedingungen brauche ich, um dann überhaupt auch kreativ sein zu können. Und das ist ja eben was, was ganz vielen entweder verloren geht oder wo sie echt hart kämpfen müssen, dass ihnen das nicht verloren geht, wenn sie an Musikschulen oder Musikhochschulen, also in so Institutionen arbeiten, wo die Arbeitsbedingungen nicht gut sind. Und Ja, ist ja. auch immer bei Musikhochschule, habe ich mich immer ein bisschen so gefühlt, so im Nachhinein. Währenddessen ist mir das gar nicht aufgefallen. Also ich habe erst durch den Ja, Blog und klar. Podcast Manage Musik gemerkt, wie sehr ich meine Kreativität die ganze Zeit gedeckelt hatte. Und ich habe dann irgendwann mal auch, ich weiß gar nicht, ich habe in einem Artikel auch das dann rausgehauen, so, du gibst bei der Musikhochschule in 98% der Fällen deine Kreativität am Eingang ab. Also du gibst es einfach ab. Das ist vielleicht bei Kompositionsstudiengängen oder bei Singer-Songwriter jetzt weniger so krass, ja. Aber im künstlerischen und pädagogischen Studium, wovon ich jetzt aus Erfahrung sprechen kann, Musikwissenschaft habe ich auch eine Zeit lang studiert. Also Kreativität gefördert in irgendeiner Form, dass man Menschen auch zum selbstreflektierten Denken anregt oder zum Hinterfragen von den Dingen, die ProfessorInnen und DozentInnen da so von sich geben. Auch das ist eine Form der Kreativität. Ne? Man muss nicht der nächste Freddie Mercury werden oder der nächste, mir fallen gerade keine Künstler ein, Picasso Lauren oder Hill. Lauryn Hill, danke. Lauryn Hill, ne? Dass mir keine, na, man muss nicht diese Form der Kreativität ausüben, um ein kreativer Mensch zu sein, ja. Und es ist ja faszinierend, dass Menschen immer denken bei uns, weil wir aus dem Musikstudium, wenn sie das dann so mitbekommen, bist Musikerin, Musiker und Singer-Songwriter, dann ist man ja total kreativ und so. Und dann sitze ich da mal und denke, ja, aber Kreativität braucht Theoretisch ja. Raum. Raum und Ja, und Zeit. da finde ich dann eben interessant, so anzugucken, was bedingt es. Ich fand es gerade interessant, weil also tatsächlich sind Leute maximal verwirrt, wenn man sagt, dass man im Jazzstudium sich nicht kreativ ausleben und ausdrücken kann, weil Jazz ja eigentlich so als Inbegriff steht für Rebellion und Freiheit im Ausdruck und Brechen von Konventionen. Und an Musik, an Jazz-Musikhochschulen sieht es dann aber eben deutlich anders aus. Und also ich glaube, so ein Hauptfaktor ist immer noch diese Unterscheidung zwischen, also überhaupt mal, dass Jazz institutionalisiert wurde und in dieselben Räume reingeschickt wurde wie die Klassik, also in diese heiligen Hallen. Und dann muss man sich da ja irgendwie so behaupten und beweisen und irgendwie sich auch in diesen Strukturen zurechtfinden. Und es gibt in Deutschland eben immer noch diese Unterscheidung zwischen E-Musik und U-Musik und dementsprechend, also ernster Musik und Unterhaltungsmusik. Und dementsprechend fühlen sich, so habe ich das wahrgenommen, ich habe ja vorher, ich habe erst Schulmusik studiert in Mannheim mit klassischem Gesang als Hauptfach und dann nochmal in Berlin ein künstlerisches Studium dran gehängt mit Jazz. Jetzt frage ich mal kurz, ist die Kirchenglocke im Ist Hintergrund nicht schlimm, leiser? hört man kaum. Nee. Okay, gut. Hier ist sie ziemlich laut. und den Eindruck, den ich hatte, ist, dass da so eine Art
Ja, also teilweise Missgunst war und auch so ein Gefühl von, so ein defizitäres Gefühl. Also, dass ich jetzt irgendwie per se besser bin, in Ja. Anführungsstrichen, weil ich Klassik studiert habe. Und ich habe mich auch so gefragt, okay, was bedingt das denn? Ja, okay, gut, also die GEMA und, vergütet E-Musik höher als U-Musik. Die Gagen in der Klassik sind extrem viel höher als im Jazz. Und Jazz hat, ich würde mal sagen, ein Stück weit erfolgreich dafür gekämpft, auch als Hochkultur anerkannt zu werden, auf Konzertbühnen. Aber das ist zum Beispiel in so, also es gibt immer wieder so Crossover-Projekte, auch von klassischen Konzerthäusern. Manche machen das besser, manche machen das schlechter, aber man merkt halt immer so, eigentlich, so wird man hier immer noch so ein bisschen schräg angeguckt. Und das überträgt sich dann natürlich irgendwie auch auf die, so auf den Vibe an der Hochschule, dass man so merkt, ah, okay, also wir sind hier von vornherein schon mal die, die nicht ganz so ernst genommen werden. Und das Blöde an Musikhochschulen ist ja auch, dass es da halt eine Benotung gibt. Das heißt, man muss diese Benotung an irgendwelchen Parametern festmachen, die messbar sind. Aber messbare Parameter sagen ja überhaupt nichts darüber aus, wie in Anführungsstrichen gut oder nicht gut eine Musik ist. So eine Musik ist halt dann gut für mich, wenn sie mich abholt, wenn sie mich berührt, wenn sie mich anspricht, wenn sie etwas in mir auslöst, und in Bewegung bringt. Es muss nicht immer angenehm sein, im Gegenteil. Es gab schon viele Konzerte, wo ich echt so eine, das ist gleich auch Teil irgendwie dieser Musik, vor allem auch so freier Musik, wo man auf so eine innere Reise geht und sich auch damit Gefühlen konfrontiert sieht, die man vielleicht nicht so angenehm findet, aber das ist ja irgendwie auch Teil von einer Katharsis oder von einem, ja, von einem künstlerischen Erleben. Und ich habe echt, ja, also ich hab echt so ein bisschen das Vertrauen in dieses System verloren, weil ich halt auch einfach so gesehen habe, wie das Leute heranzüchtet, die in ganz bestimmten Aspekten vom Handwerk dann quasi genau das abliefern können, was gefordert wird. Aber in anderen Aspekten, die vielleicht ich auch für wichtiger finde, dann nicht so gut abliefern können und vor allem auch nicht, ja, so diese Verbindung, bei der es ja geht um Musik, in Musik, dann auch nicht herstellen können. Und das, ja, ich finde es maximal verwirrend und auch dann sehr verwirrend, irgendwie doch ziemlich viele Leute zu haben, bei denen ich so das Gefühl habe, okay, wenn die aus der Musikhochschule kommen, dann klingen die alle erstmal sehr ähnlich. Und man muss sich danach erstmal wieder so freispielen von all dem, was so Jahre dauert. Und das ist selbst für Leute, die dann vielleicht jetzt keine, also für die Leute, die so unbeschwert durch dieses System segeln, ohne strukturelle Diskriminierung, welche sich auf dem Bankkonto niederschlägt und in der psychischen Gesundheit oder ohne Missbrauchserfahrung, trotzdem ist es dann schon, oh, Ja, irgendwie ich doch habe. anders als das, wofür man sich eigentlich mal beworben hat. So. Ja, absolut. Das ist ja das Hauptthema für mich gewesen am Anfang, neben dem Thema Selbstmanagement, was so ein bisschen ich sag mal, um die Leute so ein bisschen reinzulocken, tatsächlich am Anfang so Ja. dieses Thema Zeitmanagement, das, ne? Aber mir war natürlich genau das, was du gerade sagtest, schon klar im Studium, dass ich dachte, ey, wenn es erstmal so sein muss, dass ich mich nach dem Studium freiklopfen muss von all den Glaubenssätzen auch wieder, die zwar zum Teil auch noch aus der Kindheit kommen, aber ich muss sagen, ich habe einige Glaubenssätze abgelegt jetzt, die kamen aus meiner Studienzeit, ganz sicher. Die sind nicht von meinem Vater, der auch Musiker ist, und da bin ich ja auch schon wieder privilegierter, da haben wir es wieder, das Thema, dass Ich ich aus auch, einem ich oute Musikerhaushalt komme, ne? mich Das auch. heißt, das ist ein Privileg, was in der Musikhochschulwelt auch nicht normal ist. Also ja, es gibt viele, die das sind, aber es gibt halt auch ganz viele, die kommen aus einem Nicht-Musikerhaushalt und müssen sich da ja auch schon irgendwie gegen ihre eigene Familie stellen und solche Geschichten und solche Späße. Aber dieser Punkt, dass man da erstmal rauskommt und wie bei mir oder ganz vielen anderen, du musst dich erstmal therapieren lassen von dem Wahnsinn, der da abgegangen ist. Und ich habe auch immer gesagt, eigentlich wurde ich zu einer extrem guten Handwerkerin ausgebildet. Ja.
Auf der Flöte vor allem. Also ich bin flötistisch gesehen, das weiß ich auch. Das ist auch erstmal das Mindset aufzubauen, dass man sagt, ich bräuchte mich in der Weltklasse nicht zu verstecken. Ich hätte keine Angst, irgendwo in Amerika oder in Tokio oder in Gott weiß wo aufzutreten als Flötistin. So, Bam. das trauen sich ja schon die meisten nicht zu sagen. So, nein, nee, ist ja ganz so gut. Mit dem und dem kann ich mich nicht vergleichen. So, ich vergleiche mich auch nicht. Sondern es ist einfach dieses Bam. So, ich bin eine extrem gute Flötistin geworden durch dieses Studium und auch eine sehr gute Pädagogin. Aber das Musikalische und das Ganze drumherum, alles, was es so drumherum auch noch gibt, was man bräuchte, das habe ich zum Teil schon in der Anlage drin. Da habe ich einfach Glück. Und dann gibt es aber Und die Dinge, die ich noch. Anlage, kannst du das näher definieren, was das ist? Also ich bin ein sehr, sehr gut organisierter Mensch. Deswegen mache ich auch das Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement und so. Also ich habe mich einfach schon immer gut organisieren können. Und das brauche ich dir nicht zu sagen. Das ist in der Selbstständigkeit halt wichtig, dass man sich selbst gut organisiert, dass man einfach weiß, okay, was ist wann dran, wie kann ich Projektplanung machen. Das bringt dir im Studium aber natürlich kein Mensch bei, sondern entweder du bist halt jemand, der gut mitdenken kann, der gut strukturell irgendwie Dinge, ne, oder wie gesagt, eine Konzertplanung. Wenn man das im Studium ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man, okay, woran muss ich denken? Kommunikation, E-Mail-Kommunikation, Telefonkommunikation, diese ganzen Dinge fallen mir sehr leicht. Und ich habe aber Ich Leute bei habe mir, die können das nicht so gut. Ja. ja, also das ist ja tatsächlich, glaube ich, sehr typabhängig, auch wenn dann zum Beispiel eine Neurodivergenz mit reinkommt, wie bei mir, nochmal eine andere Sache, also nicht unbedingt. Also dass es vielleicht so mit der anderen, mit der Organisationsstruktur von anderen vielleicht nicht so kompatibel ist und man Ja. irgendwie erstmal so rausfinden muss, okay, was macht denn irgendwie gerade Sinn? Genau, ich habe deswegen nachgefragt an dem Punkt, weil ja immer wieder auch Leute sagen, ja, man hat halt entweder Talent oder man hat es Ja, nicht. nee, das meine ich gar nicht. Genau, und Ja. ich bin, also ich muss sagen, ich hab extrem wenig Babys oder Kleinkinder in meinem Umfeld gehabt, immer. Also ich habe das nicht so wahrnehmen oder so beobachten können. Und wenn Leute mir das sagen, ja doch, es ist schon so, dass man irgendwie auch ein Stück weit mit bestimmten Sachen auf die Welt kommt, wo man sich dann auch fragt, wo in der Familie, wer hat es vererbt, so. Ja, klar. aber ich glaube halt, dass es echt einfach trotzdem dann auch so. Also es macht, glaube ich, ist ein sehr kleiner Aspekt in allem anderen, was wichtig ist, eben die Unterstützung, nicht nur die finanzielle, sondern auch die kulturelle Unterstützung aus dem Umfeld, dass man angefeuert wird und Ja. auch irgendwie immer hingefahren wird, wo man halt hin muss und so. Und ja, genau, dann eben auch so merkt so, okay, was braucht es denn damit ich diesen Beruf auch wirklich so ausüben kann, was einem im Studium, im praxisfernen Studium eben halt keiner beibringt. Ja. Ja, ich glaube auch diese Profession, die wir da auf unseren jeweiligen Instrumenten oder mit der Stimme bekommen, da ist Talent zwar oder sagen wir mal eine höhere Begabung, sei es, wie man es jetzt nennen will. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, dass bei mir, ich würde es nicht als Begabung bezeichnen, ich bin halt in der Musikschule meines Vaters rumgekrabbelt. Ja. Das war also quasi also Früherziehung im krassesten Sinne, ohne dass es Ja. eine Früherziehung war. Und Ja. Ja, ne, war bei mir deswegen auch sage so. ich, Begabung, weiß ich nicht. Ja. Aber der Punkt ist, diese Profession, die wir dann erlangen, kommt nur durch Disziplin. Ja, Gerade die, total. die so talentiert sind, denen immer alles in den Schoß gefallen ist, das sind ja die Ersten, die strugglen im Studium, wenn sie plötzlich feststellen, oh Scheiße, jetzt muss ich ja doch Ja. richtig, richtig mir den Arsch aufreißen, damit ich da mithalten kann. Und da ist vielleicht sogar jemand, der von Natur aus nicht krass den Kram mitbekommen hat, schon als kleines Kind, die Person, die am Ende dran vorbeizieht, weil sie einfach sehr ehrgeizig, diszipliniert an den Baustellen arbeitet. Und deswegen Ja. sage ich auch immer, also Talent und Begabung ist cooler Starter. Es stört nicht. Es stört nicht, aber es ist kein Garant, absolut kein Absolut. Garant dafür, dass man erfolgreicher wird. Ja, also Ja. ich dann denke, nee, ich glaube, das sind sogar die Ersten, die mental zusammenbrechen, wenn sie auf einmal merken, scheiße, ich muss ja was für meine Leistung auch noch tun. Ja. Mir Ja. fällt das nicht einfach so zu, sondern So wie sonst immer, ja. so wie genau, also das auch da diesen Struggle mal umzudrehen, zu sagen, so ja, also die Hustler,
auch irgendwann mental kacke. Ja, so ein Burnout im Studium braucht auch keine Sau. Aber die Leute, die halt irgendwie immer alles, bei denen immer alles geklappt hat und das klappt plötzlich nicht mehr, die fallen ja auch voll in ein Loch. So, sind so. Voll. Wie Und jetzt? beide werden dann nicht gut aufgefangen, normalerweise immer Ganz schon. genau. Dann würde ich sagen, dann lass uns noch zu dem Thema gehen, warum ich dich überhaupt kennengelernt habe, weil ich kannte dich vorher nicht. Ich habe zugeschickt bekommen von einer wahrscheinlich auch Kollegin von dir, Maria Reich, oder Bekannte. Die habe ich ja auch schon im Interview gehabt, die ist schon ein Jahr her. Und die schickte mir deinen Beitrag, deine Story, kurz bevor du dein Statement veröffentlicht hast. Hat sie mir das geschickt, meinst du, hey, kannst du das auf deinen Plattformen teilen? Wir hatten das Thema damals schon bei ihr. Ich habe das Thema mit zwei, drei anderen Personen schon gehabt, dass wir es so angerissen haben. Sagen wir mal, schwierige Erfahrungen in der Musikhochschulzeit waren immer mal wieder Thema. Und dann bekam ich diese Story geschickt und habe deinen Kanal gesehen, abonniert und habe auch an dem Abend, als du es rausgehauen hast, nachts noch dieses Statement ich hab's mir echt gegeben. Weil ich war so, oh mein Gott, ich muss das lesen. Und ich persönlich hatte ungefähr drei kurze Mini-Nervenzusammenbrüche, während ich es gelesen habe. Wie das wahrscheinlich vielen so ging, die auch betroffen sind. Deswegen auch hier nochmal für die, die jetzt immer noch am Zuhören sind, schön, dass ihr noch da seid. Nochmal die Triggerwarnung, auch wenn ihr das Statement, was ich unten verlinkt habe, auch die Frieda hat nochmal eine Triggerwarnung drin, aber es ist einfach wichtig, dass ihr wisst, wenn ihr selber das Gefühl habe, boah, ich will das nicht alleine lesen oder ich weiß nicht, ob das gerade für mich passt, dann überlegt es euch gut. Niemand ist gezwungen, das zu lesen, aber ich finde es gerade, weil ich das Thema immer wieder habe und ich dann, wie wir es gerade hatten, wir sind nicht allein. Mit vielen Themen sind wir nicht allein. So bin ich auf dich aufmerksam geworden und deswegen würde es mich natürlich total interessieren, wie für dich der Prozess war, dieses Statement zu schreiben, weil mich hat es total vom Socken gerissen, das zu lesen. Wie war der Prozess? Also ich habe irgendwo auf einer Drive bestimmt so 50 Versionen davon rumliegen. Fühle ich. Weil die Dringlichkeit eben da war und sehr hoch. Die kam und ging immer so in Wellen, je nachdem, was gerade sonst so in der Welt so abging und in meinem Leben. Und natürlich aber das Risiko, sowas zu veröffentlichen, auch sehr hoch ist. Und ich ja auch irgendwie jetzt nirgendwo so einen Leitfaden gefunden habe, ah, okay, wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie macht man sowas? Nicht? ja, leider nicht Oh, irgendwie. Scheiße. Das heißt, ich musste halt genug Erfahrungen sammeln und machen und mich genug vorbereiten, emotional, mental und auch so kognitiv oder auch so von meinem Wissensstand. Also sicher gefühlt habe ich mich jetzt nicht, aber um zumindest mal irgendwie so diesen riesigen Sprung, Leap of Faith an die Öffentlichkeit zu wagen. Genau, und ich habe mir ziemlich gut überlegt, wie ich das schreibe. Und mir da auch, also natürlich auch juristischen Rat eingeholt. Und das Ganze hat Aufwind bekommen, genauso wie Music Me Too durch diese Rammstein-Debatte. Dachte ich mir schon. Genauso, ich hatte schon länger so die Idee, also ich wollte dieses Statement veröffentlichen und wusste natürlich aber auch, dass es da keine Strukturen gibt, die mich unterstützen. Und habe so vor ein paar Jahren schon so aufgeschrieben, es wäre gut, so eine Calling-Out-Aid zu haben, also oder irgendwie eine Plattform, wo Leute halt ihre Stories online teilen können. Und im Bereich Rap und Hip-Hop gab es das ja schon vorher mit Deutschrap MeToo. Genau, und mit denen, das ist so Teil dieser Initiative Music MeToo jetzt, also wir haben uns auf dem Weg zusammengefunden. Okay. Und trotzdem war es so, also obwohl ich dann diese Plattform so ja auch mitgestalten konnte und obwohl ich dann auch Leute in meinem Umfeld hatte und in meinem Arbeitsumfeld, denen ich überhaupt nichts erklären muss, so, war es trotzdem
hat sich das sehr unsicher angefühlt. Und ich habe dann halt irgendwann so gemerkt, so, ja, okay, also so den perfekten Zeitpunkt wird es nicht geben. Das wird sich nie super safe und kuschelig anfühlen. Und es bleibt halt trotzdem noch so ein richtiger Batzen Mut und so ein Vertrauen darauf, dass es halt bei einem Thema, was Wellen schlägt, halt so dementsprechend natürlich immer total viel in Aufruhr ist und viele Abwägen und viele Zweifel und so. Aber mir ist es wichtig, das zu sagen, weil ich irgendwie so viel das Feedback bekomme, wow, das ist so mutig, das ist so krass, das ist so gut und so. Und dann aber auch viele so geschrieben haben, ja, es tut mir voll leid, ich kann das jetzt irgendwie noch gar nicht so in so Worte fassen wie du. Oder ich habe das noch niemandem erzählt, weil ich das noch nicht so gut sagen kann und so. Und was ich halt nicht möchte, ist, dass Leute das so wahrnehmen, als wäre das jetzt so eine Messlatte, weißt Ja, verstehe du? ich. Und diese, also wie ich mich gerade nach außen, auch auf Instagram äußere, ist natürlich auch immer geprägt von diesem, von der Tatsache, dass ich mich halt selber schützen muss. Also es ist halt leider super gefährlich im Patriarchat für Flinter, sich in irgendeiner Form verletzlich zu zeigen, wenn es um Gewalt- und Missbrauchserfahrungen geht, weil das sofort auch immer noch vor Gericht ausgelegt wird als eingeschränkte Wahrnehmung, völlig gesunde Traumareaktion, natürliche menschliche, by default human Traumareaktionen werden anders ausgelegt und man hat, also es ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ich kenne Leute, denen das passiert ist, dass sie dann eine Persönlichkeitsstörung, eine angebliche, verschrieben bekommen haben, also auch psychiatrische Gewalt erfahren. Und das halt alles, was in der Öffentlichkeit so aussieht, als wäre ich impulsiv oder würde mir nicht gut überlegen, was ich vorher sage. Oder auch wenn dann so Missinformationen oder also entweder gestated oder impliziert werden, wie bei einem Statement von dem Venue, was in diese ganze Geschichte veröffentlicht, eingebunden war, dann sind es eben alles Dinge, die mich in der Öffentlichkeit dastehen lassen können, als jemand, die entweder lügt oder die nur Aufmerksamkeit für sich selbst möchte und die halt irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, so. Und da war diese ganze Rammstein-Sache auf eine traurige Art irgendwie sehr heilsam, weil ich so gecheckt habe, hey, ich bilde mir das nicht alles ein, das passiert wirklich. Victim Blaming ist eingeschrieben in unsere Gesetze, ist eingeschrieben in unsere Medizin, besonders in die Psychiatrie, in die ganze Wissenschaft. Und in der Gesellschaft ist es halt auch leider extrem verbreitet. Also es sind irgendwas um die 50% der Leute, die das halt bewusst oder unbewusst machen. Teilweise selbst aus, oder immer auch aus einem Selbstschutz oder um sich selber dann besser darzustellen. Und es ist dann auf eine andere Art und wieder schade oder einschränkend, dass ich nicht so meine Unsicherheiten oder meine Verletzlichkeit oder auch meine Trauer in diesem Prozess so teilen kann, wie ich das gerne würde. Und was dann halt so rüberkommt, ist so ein Superheldinnenbild. Aber das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch. ja, also war auf jeden Fall eine krasse Zeit und es ist auch immer noch. So. Also wenn man jetzt bedenkt, dass, dass man bei dieser ganzen Debatte immer sehr schnell an beim Music Me Too, vor allem wenn man das so hört, bei Me Too denken immer durch Harvey Weinstein und Luke Mockridge und Co. und Rammstein. Man denkt dann halt immer direkt an sexualisierte Gewalt, an eine Form von körperlicher Gewalt. Aber das, was in Musikhochschulen passiert, ist ja in der Regel eher was anderes. Und da hast du auch viel drüber geschrieben. Das heißt, vielleicht erklär mal kurz, was für dich da so der Knackpunkt ist. Ja, genau, also ich habe den Fokus in meinem Statement auf psychische Gewalt gelegt. Das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund war, dass ich mich ja mit diesem Statement und dadurch, dass ich den Täter und auch Institutionen benenne, sehr angreifbar mache.
eventuell eben auch eine Klage wegen Verleumdung oder übler Nachrede dann aufgehalst bekomme. Das heißt, ich kann da in diesem Statement nur über Dinge schreiben. Also sobald ich über strafrechtlich relevante Dinge schreibe, wird es halt gleich sehr viel heikler, die ganze Sache. Und ich kann auch nur über Dinge schreiben, die ich beweisen kann. Denn es ist ja, also Verleumdung heißt ja Lüge. Und ich kann natürlich sagen, nee, hey, ich sage die Wahrheit, aber ich muss das halt auch beweisen können, wenn ich angeklagt werde. Das ist so das eine. Und das andere war aber eben, dass ich auch so drüber nachgedacht habe, was ist denn für mich persönlich eigentlich so das, was war für mich am schlimmsten an diesem Missbrauch? Und das war eben die emotionale Manipulation, die psychische Gewalt, dieses Neuverkabeln von meinem Gehirn, dieses mich konditionieren und noch abhängiger machen und isolieren und all das. Und das zu verstehen, war für mich selber extrem wichtig und hilfreich. Die Forschung, die es dazu gibt, gibt es bisher fast ausschließlich aus dem englischsprachigen Raum. Ist in Deutschland noch nicht so zugänglich, hat natürlich auch in die Medizin noch nicht den Weg gefunden. Grooming wird immer noch nicht verstanden. Und vor allem wird psychische Gewalt, dadurch, dass sie eben im Strafrecht in Deutschland nicht anerkannt wird, als nicht so schlimm gewertet. Also es gibt diese Wertung, okay, physische Gewalt, körperliche Gewalt ist schlimm, psychische Gewalt ist nicht so schlimm, denn wenn sie schlimm wäre, dann würde es ja im Strafgesetzbuch stehen. Ist in England übrigens anders, da ist seit 2015 Coercive Control, also Zwangskontrolle in eigener Straftatbestand, häuslicher Gewalt. Also da ist es schon so ein bisschen, hat es tatsächlich schon den Weg ins Gesetz gefunden. Und mir wurde eben auch klar, dass so, wenn ich so auch an andere Situationen denke und das, was mir jetzt Leute auch geschrieben haben, hat es bestätigt, dass psychische Gewalt meiner Wahrnehmung nach die vorherrschende Gewalt an Musikhochschulen ist. Sie hat sehr unterschiedliche, nimmt sehr unterschiedliche Formen an, aber es ist, ja, kannst du vielleicht auch die eine oder andere Geschichte erzählen, wie zum Beispiel, wie über das, so Neid, Jealousy ist ja so ein Gefühl, ist ein menschliches Gefühl so, aber darüber wird überhaupt nicht gesprochen und es ist wirklich ein Tabuthema, das anzusprechen, wenn es um Dozierende geht, die nicht darauf klarkommen, dass sie so quasi ihre eigene Konkurrenz heranzüchten. Und ja, und dann eben auch Wege finden, um dafür zu sorgen, dass diese Person zwar gut wird, aber auf keinen Fall besser als man selbst oder auf keinen Fall besser als man selbst, wenn die dann in diesem Alter sind. Oder, und da passieren dann eben auch noch Verschränkungen mit anderen Gewaltformen, dass es dann eben sexistisch wird, rassistisch, oder es dann tatsächlich auch vielleicht auch zu körperlichen Übergriffen kommen kann. Aber man muss sich das immer wieder klar machen, dass so Leute, die da unterrichten, AkademikerInnen, so die sind ja nicht doof. Die kennen die Gesetzeslage, die checken das auch aus. Und die wissen genau, was sie machen können und was nicht. Und man kann halt eben trotzdem auch im Rahmen dessen, was eben nicht strafrechtlich relevant ist in Deutschland, jemanden derart fertig machen, dass die Person in eine psychosomatische Klinik muss, einen Suizidversuch begeht oder damit vielleicht sogar erfolgreich ist, dass diese Person berufsunfähig wird. Das gibt es wahnsinnig viel. Es haben so viele mir geschrieben, dass sie das Studium abgebrochen haben oder danach nie wieder ihr Instrument angefasst haben oder Jahre gebraucht haben, um da wieder dran zu können. Und dann würde ich doch mal sagen, ist es ja wohl doch eine gravierende Gewalt, wenn das diese Folgen hat. Und Definitiv. darüber, wir müssen endlich anfangen, das ernst zu nehmen und nicht immer unseren moralischen Kompass nach dem Strafrecht und auch nach dem Strafmaß ausrichten. Das Strafmaß sagt mir nicht, wie schwer das Trauma von jemandem ist. Das sagt mir nur die Person, die das Trauma hat. Absolut. Ja, und der größere, also der größte Punkt an der Sache ist, dass es in jeder Hochschule passiert, zu jeder Zeit, an jedem Tag. Und das kann ich nur deswegen bestätigen, weil ich Dutzende E-Mails bekommen habe aus 70% der Hochschulen, die wir allein in Deutschland haben. Und ich würde keine einzige dieser Geschichten einfach so veröffentlichen, Gottes Willen. Also einige haben mir auch geschrieben, du kannst hier und da irgendwie vielleicht mal was droppen, also anonym, natürlich anonym. Aber wenn ich bedenke, wie viele Nachrichten allein ich bekomme und meine Zuhörerschaft ist jetzt nicht so riesig groß, dass ich denke, ich kriege jetzt keine tausende E-Mails. Aber diese Geschichten passieren
jeden Tag und überall und in kleinen bis zu sehr, sehr großen, starken psychischen Gewaltübergriffen, muss man ja wirklich sagen, ja. Oder in den Und Kleinen, die sich dann anhäufen und die dadurch Kleinen, die eben sich, groß genau, werden. und man darf da nicht vergessen, wie jung viele Menschen sind, wenn sie an die Hochschule kommen. Die sind zum Teil noch minderjährig. Und ich hatte in meinem Jahrgang damals zwei Minderjährige, 16, 17. Das darf man nicht vergessen, ja, bei der ganzen Sache. Das heißt, diese Menschen sind sehr, sehr jung. Da gibt es immer mal wieder ein paar erfahrenere Leute, die auch sich drunter mischen, ne? Aber wir beide waren, glaube ich, auch so welche, als wir dann Studienortwechsel hatten, dass wir so ein bisschen die Erfahreneren sind. Aber das ist in dem Moment völlig egal, weil nur weil man ein bisschen erfahrener ist, heißt es das nicht, dass man davor geweiht ist, sondern man hat vielleicht so ein ganz klein bisschen mehr Erfahrung als die anderen. Aber die, die gar keine Erfahrung haben, die laufen einfach ins offene Messer und denken dann, es ist für sie normal. So. Das Und muss das man ist sagen. auch nicht, also kann man auch nicht am Alter bemessen. Also diese Altersgrenze von 18 Jahren, die ist ja so, Absurd. also die ist weder neurologisch begründbar, also das menschliche Gehirn ist frühestens mit 25 voll entwickelt. Ja. Und es berücksichtigt auch nicht, dass, also um zu sagen, okay, magischerweise mit dem Eintritt in dieses Lebensalter von einem Tag auf den anderen ist man konsensfähig. Das kann man nicht erwarten, wenn man Konsens als Prinzip überhaupt nicht diskutiert und auch überhaupt nicht praktiziert. Und wenn man kategorisch in der Binarität der Geschlechter, der vorgegebenen, diesem, das ist Hokuspokus, wenn man die eine Hälfte so sozialisiert, dass sie sich, dass sie lernt, sie kann sich immer einfach alles nehmen, was sie will, und die andere Hälfte immer so sozialisiert, dass sie immer Kompromisse eingehen soll. Ja. Und dann. So, das ist dann auch total zynisch, wie sich das dann wiederum auswirkt auf die Rechtsprechung. Also quasi, dass man als minderjährige Person, also natürlich soll man diesen Schutz haben als Ja, minderjährige Person, ja. aber Grooming ist eben was nicht nur Minderjährigen angetan wird, sondern das ist eine generelle, das ist eine Manipulationstaktik, und die eben viel in Beziehungen greift und auch bei erwachsenen Personen. Aber das ist ganz interessant. Also es gibt tatsächlich ziemlich viele Leute, die Schwierigkeiten damit haben, anzuerkennen, dass jemand diese Art von Macht oder Kontrolle über sie hatte, weil sie das als eine Entmenschlichung oder Entmächtigung wahrnehmen. Und also dieses, dass einen das erstmal total umhaut, das Gefühl kann ich total verstehen, aber man muss es trennen von der Viktimisierung, die dann durch die Gesellschaft passiert. Und das, also deswegen sage ich auch immer, ich bin Betroffene, ich bin kein Opfer, weil in der Rolle als Opfer gibt es eine ganz genaue Vorstellung, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich auszusehen habe, was ich zu sagen habe und zu wem und wann. Und selbst da kann man es als Flinter eigentlich immer noch falsch Ja, machen. definitiv. Genau, weil das ist auf jeden Fall extrem, extrem einschränkend. Und es wäre eben cool, wenn man halt Leute so unterstützen kann, dass man sagt, so, hey, ich erkenne nicht, was dir passiert ist, sondern was dir jemand angetan hat. Das ist nämlich nicht einfach passiert und ist auch nicht deine Schuld. Aber ich nehme dich trotzdem als ganzen Menschen wahr und ich weiß, dass du nicht definiert wirst über diese eine Erfahrung. Ich habe es dir schon am Anfang gesagt, wo noch nicht aufgenommen wurde. Ich sage es jetzt nochmal: großen Respekt, dass du jetzt auch hier sitzt mit mir. Und jetzt gar nicht jetzt nur wegen dem Thema, sondern generell, ich kann mir einfach deinen Mental Workload gerade vorstellen. Also, ich Oh fühle das yeah. total, weil das ist das, was Menschen auch nicht verstehen wollen, dass es auch einen Mental Workload gibt, den man bedenken sollte. Also, dafür muss man keine psychische Erkrankung haben, um einen hohen Mental Workload zu haben oder auch kein Absolut. Trauma, ich sage jetzt mal, kein starkes Trauma haben, um einen hohen Mental Workload zu haben. Und in der Gesellschaft, in der Burnout eine Volkskrankheit geworden ist und in der Depressionen und suizidale Menschen gefühlt täglich höher werden, die nicht aus der Musikbranche kommen, sondern aus allen anderen Arbeitsbereichen und wo ich denke, je mehr Leute über irgendetwas in diesem Bereich sprechen, umso besser, so denke ich, so denkst wahrscheinlich auch du, umso denken aber halt nicht alle. Und
Ich kann das, also ich habe mir das schon gedacht, dass natürlich diese Rammstein-Thematik da bei dir auch mit reingespielt hat im Sinne von, okay, jetzt go. Weil als das losging, das war für mich die Hölle auf Erden. Ich habe darüber auch noch nicht gesprochen in dem Podcast, weil als Mensch, der sexualisierte Gewalt erfahren hat, das zu lesen, was also was in Kommentarspalten abgegangen ist, was manche auf Social Media rausgeballert haben, was Leute in meinem Umfeld von sich gegeben haben. Ich habe da gestanden und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, weil ich gehe damit ja noch relativ offen um. Und sogar vor Klassen, dass ich vor Klassen mich hinstelle und sage, der Spruch, wenn du so rumläufst, darfst du dich auch nicht wundern, wenn. Das ist für mich, wie willst du auf den roten Knopf drücken, ja? Und dementsprechend denke ich mir so, dass, also das hat es wirklich auf traurige Art und Weise gezeigt. Mal wieder. Mir war das nicht so krass bewusst bis zu diesen ersten 1, 2 Wochen, wo das losging, wie internalisiert das einfach ist. Weil sonst wurde das für meine Verhältnisse irgendwie immer eher so über die Medien so kommuniziert. Bei allen anderen Fällen, wo irgendwas mal groß rauskam, ja, wo kein Hahn mehr nachkräht, was die So viel zu männlichen, genau, Cancel Cancel Culture, kein Mensch Culture. redet mehr darüber, ja. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass weil das kam ja so ungefähr, waren so 2 Monate, glaube ich, jetzt dazwischen, so zwischen dem Start Ja, und stimmt. deinem Statement, ne, wo ich dann dachte, dass man das Thema jetzt oben hält und es halt nicht abflachen lässt, nur weil jetzt die Medien nicht mehr groß darüber berichten, weil für die ist jetzt wieder was anderes interessant, ja, dass man das Thema oben hält und zwar mit all seinen Aspekten und das nicht nur, und das finde ich bei deinem Statement tatsächlich das Allerwichtigste, dass nicht nur sexualisierte Gewalt eine Form von Gewalt ist oder dass nicht nur, weil, Ja. ne, das ist genau der Punkt, mir ist das sonnenklar, aber das mal hinzuschreiben, und das hast du auch, ich fand das so gut sachlich formuliert, wie du ganz klar erklärt hast, was ist hier überhaupt Strafbestand in Deutschland? Wofür kann man jemanden anklagen und wofür nicht, obwohl es genau dieselben traumatischen Konsequenzen hat, wie Haben etwas, was kann, man ja. anklagen kann, haben kann, genau. Nicht muss, aber kann. Und deswegen große Props, dass du jetzt hier sitzt, weil ich hätte es auch völlig verstanden, habe ich schon gesagt, wenn du gesagt hättest, boah, du, ich mache gern mit dir ein Interview, aber gib mir irgendwie noch ein paar Wochen, weil das einfach jetzt relativ frisch ist, ne? Wo ich denke, und dass der Mental Workload auch für alle, die jetzt zuhören, ich würde diese Aussage von dir gerne unterstreichen, dass keine Messlatte, sondern das ist eine Inspiration vielleicht für manche zu sagen, okay, dafür muss ich kein Statement auf einer Online-Plattform machen, sondern überhaupt erstmal darüber nachzudenken, ob man darüber sprechen möchte. Und wenn es nur eine Person ist, mit der man dann darüber spricht oder sich Hilfe holt, wenn man das Gefühl hat, ich brauche Hilfe, dass man durch so ein Statement oder durch solche Geschichten inspiriert wird, im positivsten Sinne etwas für sich zu tun und nicht. Boah, ich muss jetzt auch mit meiner Geschichte rausgehen. Nein, niemand muss das tun. Niemand ist gezwungen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber diese Klarheit zu haben, dass manche Menschen dann mit ihrer Geschichte rausgehen müssen, damit es diesen Rattenschwanz mit sich zieht, das haben wir ja bei anderen Themen auch schon gesehen. Das ist manchmal, deswegen hast du vielleicht auch dieses Gefühl von, dass dann Leute von außen denken, so, boah, ist das so ein Superheldinnen. Status dann, dass du damit rausgegangen bist, aber dass du halt einfach auch ein Mensch bist, der jetzt das ganze Feedback, was zurückkommt, auch erstmal verarbeiten musst, sowohl das Positive als auch das vielleicht nicht so Positive, da denkt dann halt irgendwie auch wieder keiner drüber nach, weil sie mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt Also sind. tatsächlich haben das eigentlich so gut wie alle geschrieben, so hey, ich bin mir sicher, du kriegst gerade wahnsinnig viele Okay, Nachrichten. sehr gut. Und auch so, ist Ja, okay, sehr wenn du gut. nicht antwortest oder so. Ja, Das ja. hatten tatsächlich ziemlich viele auf Okay. dem Schirm. Genau, und ich dachte auch gerade, dass ich, wenn ich, also vor 2 Jahren hätte ich das nicht machen können. Also ich habe hab eben schon ein paar öffentliche MeToo-Diskussionen durchlaufen. Und bei den ersten war das auch so, dass ich dann halt so 2 Wochen quasi in so einer Abwärtsspirale war. So, und einfach irgendwie erstmal wieder in Therapie gehen musste. Und es war eben häufig die Erfahrung, dass einem dann in der Kommentarspalte die Argumente ausgehen, weil halt irgendein Jörg oder Rainer oder
Halt eben, Horst. also, ja, genau, aber es sind also es, tatsächlich die größten Blockaden, nehme ich bisher eigentlich von anderen Cis-Frauen wahr. Ja, das stimmt. Ja, da hast du leider recht. Ne, also dann, egal wie sie heißen, die dann halt nicht verstehen, dass das halt nicht eine semantisch philosophische Denkaufgabe gerade ist, sondern dass da echte Menschen betroffen sind und dass sie wahrscheinlich auch nie erfahren werden, wie viele in ihrem Umfeld betroffen sind, weil sie überhaupt nicht safe sind, mit denen darüber zu reden. Aber das war dann, also das war dann wiederum für mich so die Messlatte, so okay, das hat mich damals so krass umgehauen. Was brauche ich? Was sind meine Trigger? Welche Strukturen kann ich mir aufbauen in meinem Umfeld, die mich unterstützen? Therapie. Ja. Was ist sonst noch gut für meine mentale und körperliche und emotionale Gesundheit? Und ja, eben Unterstützung aus dem Freundeskreis. Also das Blöde ist ja, wenn man so in so einem Umfeld ist, das Missbrauch begünstigt, dann ist der Missbrauch ja deswegen begünstigt, weil es eben hauptsächlich Leute im Umfeld sind, die davon nichts verstehen, die das nicht mitbekommen, und die halt aber auch nicht, bei denen man dann quasi erstmal so eine Bildungsarbeit auch noch mitleisten muss, bevor man überhaupt vielleicht hoffen kann, dass die einen glauben oder dass die einen unterstützen und das verstehen. Und deswegen ist es natürlich auch ganz klar, dass man in dem Umfeld, wo der Missbrauch passiert oder die missbräuchliche Erfahrung, natürlich auch nicht darüber gut sprechen kann, weil der passiert ja eben, weil diese unterstützenden oder präventiven Strukturen nicht da sind. Und ich habe auf jeden, also ich habe auf dem Weg, das war mir dann halt auch irgendwann klar, okay, wenn ich jetzt wirklich hier für mich einstehe, sei es im Privaten oder in der Öffentlichkeit, dann bedeutet das, dass ich Leute verlieren werde. Und auch eben nicht nur Leute, die mir eh egal sind, mit denen ich aus guten Gründen halt eh schon nie Musik gemacht habe oder wo ich eh aus guten Gründen nicht aufgetreten bin, sondern halt auch Leute aus dem Umfeld, aus dem früheren Freundes- oder Kolleginnenkreis. Und das ist ein scheiß Gefühl, aber gleichzeitig ist es extrem wertvoll, frei sprechen zu können. Und das war auch, also ich habe der erste Impuls war, mich selber von diesem Schweigen zu befreien, also zu sagen, ich schütze Menschen, die sich gewaltvoll verhalten, nicht länger mit meinem Schweigen. Und dann auch irgendwann kam also dieser Gedanke rein, so, hey, also wenn das so krass alles war und das war es ja, dann war ich ja auch vielleicht nicht die Einzige. Na, und dann auch so zu merken, okay, ich habe, also das ist eben kein Druck, kein Muss, aber es hat eben diesen Effekt, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe, dass das auch für andere eine Tür öffnen kann. Und so war es ja dann auch. Also es haben sich extrem viele Leute mit ihren Erfahrungen bei mir gemeldet und unter anderem auch mindestens zwei, die von derselben Person betroffen waren. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen die Krux. Also ich hätte die ja gar nicht finden können, wenn ich nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre. Aber andererseits riskiere ich natürlich auch wahnsinnig viel damit, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Und das ist eine Isolation, die sich eben dadurch ergibt, dass es eben noch immer so viel Scham und Schweigen und extrem viel Verdrängung um dieses Thema gibt. Das ist halt ein Thema, was bei allen irgendwas anstößt, ob man jetzt selbst betroffen war oder ob man selbst in Situationen sich gewaltvoll oder missbräuchlich verhalten hat oder ob man außenstehende Person war und sich im Nachhinein wünscht, dass man anders sich verhalten hätte. Aber da ist ganz viel Trauma auch mit verbunden und sehr viel Scham. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, Räume zu haben, in denen wir darüber sprechen können. Denn im Schweigen und in der Ambivalenz, da passiert der Missbrauch und da passiert auch die Retraumatisierung. Na, so wie du vorhin gesagt hast, so ist es wie wenn bei dir jemand einen roten Knopf drückt. Das ist ja bei uns allen so. Genau. Das ist eben kein individueller Trigger, Nee. sondern das ist persönliches Trauma, das ist das Trauma aus dem Umfeld, das ist intergenerationelles Trauma, was sich vererbt hat aus Erfahrungen im Krieg, Vergewaltigung, Kriegswaffe war,
oder der systematischen Ermordung von unabhängigen, unverheirateten Frauen, was wir heute immer noch verniedlichend als Hexenverfolgung bezeichnen. So, das ist, und dieses, also so intergenerationelles Trauma verändert die DNA. So, also das ist eingeschrieben in unser System. So, das ist nichts, was man, wo man eben so mal irgendwie, that's nothing you can move on from. Ey, wenn ich noch einmal jemanden höre, der sagt, ja, wir müssen jetzt aber darüber nachdenken, how to move on. So, alles, was sie sagen, ist, hey, das ist unangenehm und ich will auch mich selber hier nicht outen als ein oder das. Ich will aber besonders gefasst und diplomatisch und schlau und allwissend herüberkommen und ich führe uns jetzt wieder ans Licht. So. Und die Leute, die wir auf dem Weg verlieren, sind mir auch scheißegal, so, weil die reden immer wieder über das, was ich nicht hören will. So. Cool, danke für nichts. Da muss ich auch gerade aus meinem letzten Yoga-Ausbildungswochenende nochmal wissenschaftlich was nachschießen, weil das sagst du gerade, das ist, also ich kann das alles zu 1000% unterstützen, vor allem, aber Epigenetik ist kein Hokuspokus. Also Richtig. Epigenetik ist nachweisbar. Ihr könnt das mal googeln oder tief fragen, es ist völlig egal. Wenn ihr euch mit Epigenetik und wenn ihr davon nur ein paar Sätze lest, werdet ihr feststellen, dass genau das, was wir ein, also dass selbst wenn ich das nicht selbst erfahren habe, ist aber vielleicht in meiner Ahnenlinie was ist. Und das ist es mit ziemlicher Sicherheit, weil das war früher einfach noch viel krasser, als es heute ist. Und mal abgesehen davon kann man es auch energetisch nochmal anders angucken, weil da geht es dann nicht mehr nur noch um Epigenetik, sondern um kollektive Traumata. Das heißt, sehr, sehr viele weiblich gelesene Personen sind in einem kollektiven, energetischen, man könnte schon sagen, traumatischen Zustand, weil selbst wenn man selbst als Mensch so das nicht erlebt hat, das in uns drinsteckt. Und diese Epigenetik, also als ich mich damit beschäftigt habe damals, ist mir auf einmal klar geworden, so ja, logisch. Also ja, nicht nur die Nachkriegsgeneration, also nicht nur die, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, ne? Und du hast es gerade angesprochen. Also ich merke heute noch an ganz vielen Ecken, die gerade auch beim Thema Rammstein oder bei deinem Statement das Thema Hexenverbrennung. Heute nennen wir das halt mediale Hexenverbrennung, weil am Ende ist es nichts anderes. Es ist einfach nur, es hat sich einfach nur verlagert. Wir stellen die Leute nicht mehr auf den Scheiterhaufen, sondern wir stellen diese weiblich gelesenen Personen auf den medialen Scheiterhaufen und bespucken und kacken denen in den Vorgarten, um in meinem Lieblingsbild zu bleiben, und wundern uns, dass dann Scheiße zurückkommt. Ja? So. Und dieses, der ganze Bereich Epigenetik, es ist hochspannend, weil, wie du sagst, natürlich löst das bei jedem Menschen irgendwas aus, auch wenn die Person vielleicht nicht persönlich irgendeine Erfahrung damit gemacht hat, aber vielleicht durchs Mitansehen, durchs unterbewusstes Mitwissen, auch wenn man sich es nicht so wirklich eingestehen wollte. Und dann erzählt einem vielleicht sogar genau diese Person, dass ihr das passiert ist. Und man denkt sich, boah, scheiße, ich habe das geahnt, aber ich habe nichts gesagt. Und was da alles in Menschen abgehen kann. Und wie wäre das denn, wenn das einfach mal alles da sein dürfte in einem Safe Space? Wenn das einfach mal nur da Safer, sein ja. darf. Ja, Safer Space, ja. nicht bewertet, sondern einfach mal nur da sein zu dürfen und zu merken, so, okay, ich habe diese Gedanken, ich habe diese Gefühle und das triggert mich jetzt und das macht mich traurig oder das macht mich wütend. Das macht so. Ja. Und das ist genau das, wo ich denke, da könnten wir hinkommen in so kleineren, also kollektiv sehe ich das gerade noch nicht, aber in diesen kleineren Paketen sozusagen, dass man diese Räume schafft. Und weil du hast vollkommen recht, ne? Das ist auch selbst die Menschen, die natürlich dadurch getriggert werden, dass sie selber sowas mal gemacht haben und das dann hören, und dann reagieren die natürlich, dann reagieren die in irgendeiner Form. Und auch wenn sie es dann halt unterbewusst gemacht haben und gar nicht mit Absicht oder ne, whatever. Wenn ich immer so denke, naja, was mit der Absicht und der absichtlosen Absicht, das ist immer ganz spannend, das mal so zu betrachten. Ja, total. Deswegen kann ich, also nur nochmal großes Dankeschön einfach. Ich glaube, da spreche ich für viele, sowohl Betroffene als auch Menschen, die vielleicht sagen, boah, danke, dass du dieses Statement geschrieben hast, weil jetzt kann ich mich darüber informieren. Wir hatten es ja am Anfang schon, das Thema Information ist einfach wichtig. Und
Für alle, die jetzt sagen, ich würde mich da gerne mehr informieren, ich habe alles verlinkt und ihr könnt euch damit beschäftigen. Hast du noch abschließende Worte für betroffene oder auch nicht betroffene Personen, dass du gerne noch raushauen möchtest? Also bei Awareness-Arbeit geht es ja so viel um Prävention. Das heißt, wenn wir mit einem einigermaßen entspannten Mindset an das Thema Awareness rangehen, dann muss die Arbeit darauf ausgerichtet sein, wie wir selbst nicht zu gewaltausübenden Personen werden. Das heißt, wir müssen, und dafür muss auch darüber gesprochen werden, was TäterInnen machen. Und das passiert häufig nicht unter dem Vorwand des Opferschutzes. Und das ist auch wichtig, Betroffene, ich bevorzuge den Begriff Betroffene, weil Opfer ein extrem einschränkender Begriff ist, dass nichts ohne deren Zustimmung passiert oder dass man halt genau fragt, so, okay, kann ich das erzählen? Welche Infos möchtest du anonym bleiben? Welche Infos soll ich rausnehmen, sodass das nicht auf dich zurückfällt? Aber ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, damit keiner mehr sagen kann, wir wissen nicht, wie diese Gewalt aussieht. Und eben so diesen Unterschied zu machen, okay, in der Prävention geht es darum, TäterInnen zu verhindern, dann aber in der wenn die Scheiße schon passiert ist, dann geht es darum, alles nach den Betroffenen auszurichten. Und es bedeutet für Betroffene und auch für jetzt auch für Leute, die das in irgendeiner Form auch einfach nur berührt und sie wissen vielleicht gar nicht warum, sich immer erst selbst zu versorgen. Also zu gucken, okay, was brauche ich gerade? Und sich zu, ich sage es nochmal, was auch immer ihr braucht, das ist okay. Alles, was nicht gewaltvoll auf andere Menschen wirkt, ist okay. Es ist okay, sich Hilfe zu holen. Es ist sogar sehr gut, sich Hilfe zu holen. Es ist ein tolles, es ist am Anfang total verwirrend und irgendwie auch vielleicht fühlt sich das entkräftigend an, wenn man sich dann mal anvertraut und echt mal irgendwie komplett zusammenbricht. Aber es ist eine ganz tolle Erfahrung zu spüren, dass man trotzdem gehalten wird von den Menschen, die einen lieben und dass man so sein darf. Und dass es auch in unterschiedlicher Form eben auch professionelle Unterstützung gibt. Ja, nicht für jeden ist Therapie das Richtige. Es kann auch was anderes sein, aber was auch immer ihr tut, fragt euch, was ihr braucht und macht es nicht alleine. Und dann, ja, vertraut dem Prozess. Also das erste Mal vor 2 Jahren, als ich diese ganze Luke Mockridge-Sache gehört habe, war ich auch total am Ende. Aber in der Zwischenzeit habe ich einfach verstanden, was wichtig ist und mit wem ich darüber reden kann und mit wem nicht. Und das ist ein gutes Gefühl, dann endlich die Wahrheit aussprechen zu können. Dankeschön. Also danke für das Gespräch sowieso, aber auch danke für deine, also sowieso jetzt auch die Arbeit, die du jetzt auf Instagram machst. Also ich verlinke natürlich auch deinen Instagram-Kanal. Ich kann es nur ans Herz legen, wie gesagt, gerade wenn es um Aufklärungsarbeit geht. Ich finde deine Mythen, Aufklärungspostings gerade so unfassbar geil, weil du schaffst es dann so in so ganz kurzen Statements, diese ganzen Sachen abzufrühstücken, die so in unseren Köpfen drin sind, die natürlich auch bei mir mal in dem Kopf drin waren. Also so wie Bei das mir halt auch, klar. bei uns allen, auch bei den Betroffenen. Bei mir war es auch verdrängt. Also ich wusste es schlicht bis vor 2 Jahren gar nicht. Es war einfach weg. So. Und das heißt, wenn Ja, man weil dein das. Hirn dich ja beschützen muss. Genau. Dein Hirn weiß, die Hauptaufgabe ist immer sicherzustellen, dass du Schutz. sicher bist. Genau. So. Und Und deswegen klasse Aufklärungsarbeit und ich kann das nur zurückgeben. Schau, dass du guckst, was du brauchst. Ich glaube aber, dass du dich gut um dich kümmerst. Ne? Ich immer, wenn ich deine Storys sehe, denke ich manchmal so, okay, hoffentlich ist sie gut bei sich und hat gute Leute um sich. Aber das bestätigt mir gerade, dass das so ist und dass du weißt, okay, was mache ich nicht und wo setze ich eine Grenze, weil ich sage, okay, das ist jetzt hier zu viel des Guten.
Ich bin trotzdem dankbar über jeden Reminder. Also, danke Gerne. schön. Schicke ich dir vielleicht ab und zu nochmal per Instagram einen Mini-Reminder. Ja, Okay. danke dir und ich danke euch, wenn ihr bis hier jetzt zugehört habt. Wie gesagt, bitte informiert euch, wenn ihr euch informieren wollt und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, boah, ich würde gerne vielleicht doch mal darüber sprechen, darüber schreiben. Auch meine Mail steht zur Verfügung. Ich bin jetzt für viele Erstkontakt gewesen, haben sie mir dann gesagt, was ich wirklich krass fand. Das kann ich mir bei dir auch vorstellen, so also gerade wenn Menschen dann offen darüber sprechen. Ich lade auch hier nochmal ein, ihr dürft mir gerne schreiben. Ich bin keine Therapeutin. Auch wenn ich Coachings mache, bin ich keine Therapeutin und an dieses Thema gehe ich im Coaching auch nicht ran, weil ich selbst betroffen bin. Das heißt, wenn es um sowas geht, ihr könnt mir gerne schreiben, aber bitte nicht erwarten, dass ich euch jetzt irgendwie aus der Scheiße ziehen kann, weil das können wir beide auch nicht. Also wir können Kontakt sein. Da nochmal den Reminder an Music Me Too. Super genial, dass es das jetzt gibt und dass es auch einfach Anlaufstellen gibt. Auch diese, wie heißt nochmal die, genau. Vertrauensstelle? Die Ja. Vertrauensstelle, genau, dass ich verlinke das alles. Das heißt, wenn jetzt wirklich hier jemand zuhört, Ah, und dann. da fällt mir noch ein, für den Bereich Hochschule gibt es ja eben noch eine Schutzlücke, aber für Berlin, für das Bundesland Berlin, gibt es auch noch die Ombudsstelle vom LADG, an die man sich auch wenden Sehr kann. gut. Verlinke ich alles. Ich verlinke einfach alles, dass wenn ihr jetzt sagt, ich würde gerne sprechen oder schreiben, in dem Fall wahrscheinlich eher, dann macht das. Und fühlt euch herzlichst eingeladen, nicht das Gefühl zu haben, so oh Gott, ich bin damit ganz alleine und ne, sondern ihr hört ja jetzt gerade schon von zwei Personen und wir sind nicht alleine. Wir sind nicht Und es alleine. sind auch nicht nur weiblich gelesene Personen, auch das muss ich nochmal dazu sagen. Ich persönlich habe alleine Menschen im Umfeld, die männlich gelesene Personen sind und die ebenfalls sehr, sehr, sehr starke Traumata aus ihrer Das bestätige Hochschulzeit. ich. Ja, also nicht, dass ihr denkt, ach, das ist jetzt wieder so ein Frauenthema. Nee, Ja, ist es nicht. absolut. Absolut nicht. Und ich glaube, gerade männlich gelesene Personen trauen sich noch weniger, über ihre Emotionen und über ihre Probleme zu sprechen. Ja, also die Suizidrate bei Männern ist nicht umsonst höher als bei Frauen. Das ist leider auch ein Fakt, den man nicht vergessen darf. Also da wird auch gerne mit sich selbst versucht, das auszumachen. Auch Ja. da versucht auch und noch der allerletzte Reminder, wenn ihr jetzt Personen seid, die nicht betroffen sind, die wirklich sagen so, hey, mir ist sowas nie passiert, aber achtet aufeinander. Also ich weiß, wie viele Musikstudierende mir hier zuhören, achtet aufeinander. Wenn ihr seht, dass es jemandem nicht so gut geht in eurem Umfeld, es muss nicht die beste Freundin sein, dass man mal nachfragt, ob man was für die Person tun kann. Also man muss da nicht, ne, so mega vernetzt schon sein, wenn man merkt, da geht es jemandem vielleicht nicht gut, aufeinander zu achten. Und wenn ihr was mitbekommt, wenn ihr was seht, wenn ihr seht, oh, da ist vielleicht irgendwie was im Argen und da ist vielleicht auch eine Situation vorgefallen, die, wo ihr Zeuge wart, alle Themen immer bedenken, vielleicht mal hingehen, fragen, kann ich dich unterstützen? Ich habe das mitbekommen. Wir brauchen mehr Verbündete. Wir brauchen mehr Menschen, Ja, die auch da sind. dem würde ich anschließen, dass also oft, wenn ich so, wenn jemand auf mich zukam, war ich in dem Moment noch so in Abwehrhaltung, weil ich in dem Moment, wo es passiert ist, nicht die Unterstützung bekommen habe oder das halt nicht sicher war. Auch irgendwie zu sagen, das Angebot steht. Also musst es nicht jetzt sofort annehmen. Ja, So. genau. Aber sich einfach als Ally Ja, outen. So. genau. Als verbündete Person zu sagen, ich bin da, auch wenn du mich erst in einem halben Jahr anrufst, ist das auch okay. Ja, Ja. ich habe mittlerweile sehr viele Verbündete in meinem Umfeld. Das ist total schön. Also nicht nur engere Inner Circle, sondern wirklich Leute, wo ich weiß, die sorgen durch meinen Aktivismus, den ich schon betrieben habe, in ihrem Umfeld wieder darum, dass sowas nicht passiert. Also mein Partner, muss ich immer sagen, das ist so geil, wie wenn er jetzt mitbekommt, dass irgendwo sexistische Kommentare kommen und er als Cis-Mann sich dahinstellt und sagt, das geht gar nicht, was du gerade gesagt hast. Das ist das, was ich mit Verbündeten meinte. Also egal in welchem Themenbereich, dass jemand sich hinstellt und trotzdem schützt, obwohl die Person selbst nicht betroffen ist von der Diskriminierung. Und ich sehe, das gerade wird immer mehr und ich kann das nur anschieben und sagen, go, go, Traut go. euch, ja. Traut euch, ja, weil ihr seid auch da nicht alleine. Auch ganz viele Verbündete gibt es, die sagen, schließen uns zusammen und stellen uns hin und sagen, nee, so nicht mehr, machen wir nicht mehr mit. Ja.
danke euch, Hell danke yeah. dir. Und wir hören uns Dankeschön. nächsten Montag wieder. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder in der Sommerpause.